10 Fahrzeuge heute im Laufe des Tages genauer anschauen, welche das sind. Das sehen Sie auch schon, da liegen nämlich dann die entsprechenden Kennzeichnungen in den Autos. Und ich kann schon mal sagen, gleich um 10.30 Uhr geht's los mit einem Golf GTI. Ja, und achten Sie bitte wieder auf die großen Buchstaben, die in den Autos ausgelegt sind. Das ist nämlich Teil der Verlosung. Das kennen Sie aus den vergangenen Jahren. Sie finden immer einzelne Buchstaben in einzelnen Fahrzeugen. Sie müssen die zu einem Begriff zusammenfügen. Die Karten bekommen Sie überall. Und dann ist um 17 Uhr heute Nachmittag hier auf der Bühne die große Verlosung beim Autosalon in Brilon. Der erste Preis ist zum Beispiel ein 500-Euro Einkaufsgutschein der Briloner Markenhändler. Und es gibt noch jede Menge Preise mehr. Da erfahren Sie im Laufe des Tages heute hier natürlich noch mehr dazu. Genau, es lohnt sich also bis mindestens 17 Uhr hier zu bleiben. Und wir sind auf jeden Fall bis dahin hier. Wir, das sind Nicola Kollers, mein Name ist Patrick Feldmann. Wir dürfen hier heute den Tag moderieren. Paul Witteler, Sie möchten natürlich auch noch eine kleine Begrüßung für das Publikum, für die Besucher heute in Brilon abgeben, sozusagen. Ja, Frau Kollers, herzlichen Dank erstmal, dass Sie schon uns so gut begrüßt haben hier. Patrick Feldmann auch. Dieses Team wird uns heute hier begleiten, den ganzen Tag. Und das auch in bewährter Form schon. Ich weiß nicht, wie oft sind Sie schon da gewesen? Wir zu zweit 3 Jahre jetzt schon. Ne? Also eingespieltes Team, das merkt man auch. Und wir freuen uns, dass Sie das mal wieder machen. Und ich hoffe, dass Sie recht haben mit dem Wetter auch. Ich darf Sie in dem Sinne auch ganz herzlich hier begrüßen zum Briloner Autosalon. Zum zweiten Mal im Rahmen auch von Brilon blüht auf. Also diese Kombination Brilon blüht auf und Autosalon hat sich ja auch bis jetzt bewährt. Und wir hoffen, dass das mit dem Wetter auch noch so klappt und dass wir das im nächsten Jahr dann hoffentlich so wieder fortsetzen können. Ansonsten wünsche ich Ihnen erstmal hier beim Autosalon gute Informationen, viel Vergnügen auch und einen schönen Tag hier, den Sie hier bei uns auf dem Autosalon verbringen können. Dankeschön, Paul Witteler, und auch der Bürgermeister ist bei uns. Ich gehe mal einmal rüber, oder kommen Sie zu uns, Herr Bartsch. Christoph Bartsch ist auch bei uns, denn es steht ja einiges an diesem Wochenende in Brilon und dementsprechend würde ich Ihnen einfach mein Mikro geben für die nächsten Minuten. Ja, vielen Dank. Stadtseitig und von mir ganz persönlich natürlich auch ein herzlicher Gruß in die Runde. Ich freue mich, dass wir hier heute den Autosalon eröffnen können. 14 Markenhändler aus Brilon, die am heutigen Tag ausstellen und damit den Einstieg bieten in ein wahrlich ereignisreiches Wochenende in Brilon. Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Feldmann. Der Autosalon heute, wir werden das verbinden gleich auch mit der Eröffnung der Aktion für dieses Jahr mit Rat zur Tat. Die Akteure stehen auch schon da vorne, da werden wir dann gleich nochmal drauf zurückkommen. Heute Abend dann die Kneipennacht. Nicht nur heute Abend, sondern der Name sagt es schon, heute Nacht dann auch die Kneipennacht. Und morgen früh geht es dann wieder weiter. Da müssen wir langsam aufbauen für Brilon blüht auf mit der Vorstellung der neuen Briloner Waldfee. Und einem hoffentlich guten Tag auch für unsere Einzelhändler hier in der Stadt. Wir hoffen auf viele Besucher. Das Wetter ist schon mehrfach angesprochen. Das Wetter wird garantiert gut. Schon heute wird es aufreißen und morgen wird ein glänzender Tag. Da bin ich ganz sicher. Petrus, mit dem wir hier gerade Auge in Auge stehen, unser Stadtpatron, er wird dafür sorgen, auf ihn können wir uns da eigentlich immer sehr gut verlassen. Ich wünsche allen erstmal, die Brilon besuchen, die hier ihren Besuch und ihren Einkauf möglicherweise an diesem Wochenende gestalten, einen guten Aufenthalt in Brilon, ein schönes, ereignisreiches und unterhaltsames, wenn ich mal an heute Abend und heute Nacht denke, Wochenende. Ich wünsche allen, die mit ins Rad gepackt haben, damit dieses Veranstaltungswochenende hier in Brilon gelingen kann. Wirklich Gutes gelingen, viel Erfolg. Und das verbinde ich mit einem ganz großen Dankeschön einerseits an die Autohändler und die dort Verantwortlichen, andererseits aber natürlich auch an die Verantwortlichen und Engagierten bei Prima Brilon, beim Gewerbeverein Brilon. Ich glaube, es ist gut, all das, was wir an diesem Wochenende hier haben, auch auf ein Wochenende zu komprimieren, sodass wir damit toll in unsere Outdoor-Saison 2019 starten können. Ihnen allen nochmal einen guten Aufenthalt in Brilon und viel Spaß.
Ja, vielen Dank an Brilons Bürgermeister Christoph Bartsch. Und er hat gerade eine ganz besondere Aktion angesprochen. Sie sehen vorne vor der Bühne schon einige Fahrräder, die Helme natürlich auch dabei, bei denjenigen, die mit den Fahrrädern hergekommen sind. Diese Aktion wird heute eröffnet und geht bis Ende Oktober mit dem Rad zur Tat. Erzählen Sie uns doch bitte noch mal ein bisschen mehr dazu, zu dieser besonderen umweltfreundlichen Aktion hier in Brilon, die so knapp ein halbes Jahr dauert. Ja, sie dauert knapp ein halbes Jahr. Wir haben sie jetzt zum vierten Mal aufgelegt. 2016 lief sie zum ersten Mal mit Rad zur Tat. Heißt, die Neigung zu erhöhen, auch mal für die kurzen Wege das Fahrrad zu nutzen. Und insofern steht es ja auch gar nicht in Konkurrenz zu dem Autosalon und zur Autostadt Brilon, sondern ich finde, es ergänzt sich ganz hervorragend für die längeren Strecken, für die Strecken, wo ich möglicherweise auch Dinge mitnehmen muss, da ist das Auto gut geeignet, und für die kurzen Strecken hin und wieder mal auf das Fahrrad zurückgreifen. Das passt gut zusammen und so kann man auch die Autostadt tun und die Fahrradstadt nicht lassen und dann passt auch alles gut zusammen. Ja, mit Rad zur Tat heißt, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren oder zur Schule für Schülerinnen und Schüler. 20 Mal im Jahr, und ich bin in einer Verlosung mit dabei, die dann am Ende des Jahres durchgeführt wird. Attraktive Preise, 500 Euro, 300 Euro, 200 Euro Gutscheine, 100 Euro Gutscheine bei unseren Fahrradhändlern, die gleichzeitig auch unsere Partner und auch die Sponsoren der Aktion sind. Firma Feldmann, Firma Neumann, / Liquid Life, die Firma Johannes Schröder. Und die beiden Krankenkassen, die AOK und die Barmer, stehen bereit und sind unsere Partner, also die städtischen Partner bei dieser Aktion. Anmeldung ab heute möglich, bis 31. Oktober, 20 Mal fahren, das auf der Basis von Vertrauen. Die Nachweishürden wollten wir da möglichst niedrig legen und dann bin ich dabei. Ja, eine gute Aktion. Der Startschuss fällt jetzt hier offiziell beim Briloner Autosalon. Heute hier in Brilon in der Innenstadt, und wir haben es eben gesagt, die Aktion geht bis zum 6. Oktober und bis zum 31. Oktober, Entschuldigung, bis Ende Oktober wollte ich sagen, weil heute ist der 6. April, genau, so war ich in Gedanken. Herr Bartsch hat es angesprochen, er vertraut auf die Ehrlichkeit der Personen, die mit dem Fahrrad zur Schule oder zur Arbeit kommen, 20 Mal, und dann ist man bei einer Verlosung dabei. Ich denke, das kann man gut schaffen, von April bis Oktober 20 Mal mit dem Fahrrad, vor allem wenn es dann wieder so einen schönen Sommer gibt wie im vergangenen Jahr, dann fährt man gern mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zur Schule. Ganz genau. Und für die weiteren Strecken, da kümmern wir uns heute natürlich um den passenden fahrbaren Untersatz, der dann aber einen Motor hat. Verschiedene Motoren übrigens, also Antriebe werden uns heute bei den Fahrzeugen natürlich auch beschäftigen. Auf was sollte man setzen, auf was kann man setzen, was ist für wen eigentlich gedacht? Das werden wir anhand von 10 Fahrzeugen, wie gesagt, vor der Bühne machen. Showprogramm gibt's jede Menge. Später kommt Clown Poppitz vorbei. Außerdem gibt's noch Live-Musik von Luisa Ortu. Es gibt Tanzeinlagen. Genau, vom TSC Olsberg zum Beispiel, ist ja bekannt für verschiedene Tanzgruppen und auch bekannt vom Briloner Autosalon in den vergangenen Jahren. Da gab es immer jede Menge tolle Tänze hier auf der Bühne. Die Cherry Peppers vom SV Rot-Weiß Bleiwäsche kommen, auch gern gesehene Gäste hier beim Briloner Autosalon in Brilon. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf einen ganz, ganz tollen Tag. Und 17 Uhr, wie gesagt, die große Verlosung hier auf der Bühne. Und gleich um 10.30 Uhr geht es dann los mit der ersten Autopräsentation. In diesem Sinne wünschen wir jetzt schon mal einen schönen Tag. Wir hören uns und sehen uns den ganzen Tag über hier auf der Bühne, vor der Bühne. Schauen Sie sich um, schlendern Sie ein bisschen, später machen dann natürlich auch die